Ich ruhe mich ein wenig im Hotel aus. Am Abend möchte ich dem zweiten Hinweis eines Anrufers nachgehen. So, wenigstens ist mittlerweile mein Gepäck endlich angekommen. Und jetzt muss ich in einen Salsa-Club fahren, um den Mann zu treffen, der mich persönlich sprechen wollte. Bin gespannt. Dieser Mann nannte sich am Telefon Ivan und behauptete, angeblich einmal mit einem Camilo de la Hoya zusammengearbeitet zu haben. Da er tagsüber nicht in der Stadt war, kann ich Ivan erst jetzt am Abend treffen. So, ich suche das Cuba Ocho. Ich war zwar schon mal hier, aber ich weiß nicht, wo das sein soll. Ist mir nicht aufgefallen. Ich frage mal hier ihn. Ich suche das Cuba Ocho. Einfach geradeaus. Gracias. Danke. Mein perfekten Spanisch mit 3,5 Wörtern. Das Cuba Ocho liegt mitten in Little Havana, wie der Name schon andeutet, in der 8. Straße. Mich erwartet ein lebhafter Club mit Live-Musik, der schon jetzt gegen 22 Uhr sehr gut besucht ist, was die Sache für mich nicht gerade leicht macht. Mir bleibt nichts anderes übrig, als mich hier durchzufragen und gleichzeitig zu hoffen, dass dieser Ivan auf mich aufmerksam wird. Hallo Ivan? Sind Sie Ivan? Nein? Excuse me, hallo Ivan? Entschuldigung, sind Sie Ivan? Nein? Nein. Ich beschließe, die Augen offen zu halten und an der Bar zu warten. Dort ist es etwas ruhiger. Ich kann nur hoffen, dass der mich nicht versteckt. Das wäre echt doof. Seit einer Stunde warte ich nun schon. Ivan sagte, er komme spät. Aber so spät? Hallo, sind Sie Julia? Ich bin Julia. Hallo Julia. Hallo. Ivan, schön, Sie kennenzulernen. Sie sind Ivan? Ich konnte Sie einfach nicht finden. Ich sah die blonden Haare und dachte, Sie wären es. Aber jetzt habe ich Sie ja gefunden. Entschuldigen Sie die Verspätung. Alles gut, ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Sollen wir mal rausgehen, da können wir uns besser unterhalten. Ja, machen wir. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Aber jetzt bin ich erst mal gespannt, was Ivan mir sagen kann. So thank you so much for coming. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Gern geschehen. Sie haben also meine Durchsage gehört? Genau. Und Sie kennen einen Camilo de la Hoya? Ich kenne einen Camilo de la Hoya. Ich weiß aber nicht, ob wir den gleichen meinen. Ich verstehe. Wie alt ist er denn? Ich würde sagen, er ist Mitte bis Ende 50. Und woher kennen Sie ihn? Wir haben vor ungefähr 2 Jahren hier in Miami zusammengearbeitet. In Miami. Ach, Sie waren Kollegen. Wissen Sie, wo er jetzt arbeitet? Nein, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. Sie haben also keine Adresse von ihm oder eine Telefonnummer? Nein, leider nicht. Glauben Sie, es macht Sinn, dass ich Kontakt zu dem ehemaligen Arbeitgeber aufnehme? Das glaube ich kaum. Die Firma existiert nicht mehr. Verstehe. Ich suche nach einem früheren Kollegen von Camilo. Sein Name ist Alberto Suarez. Kennen Sie ihn zufällig auch? Nein. Dieser Alberto hat eine Tochter in Deutschland und ich möchte Vater und Tochter wieder zusammenbringen. Ich muss also erstmal Camilo finden. Haben Sie irgendeine Idee, was ich tun könnte? Ich kann mal in meinem Handy nachschauen. Wir hatten damals losen Kontakt über Instagram. Vielleicht hilft Ihnen das weiter? Ja, das wäre großartig. Haben Sie Ihr Handy dabei? Ja, das habe ich. Das wäre wirklich toll. Hier habe ich ihn. Darf ich mal sehen? Natürlich. Das ist er? Ja. Okay. Cuba, Miami, 1961. Oh, that's great. So, I can copy this. Das ist toll. Darf ich mir das aufschreiben? Natürlich. Instagram ist ein Online-Dienst zum Teilen von Fotos. Über diesen Dienst ist Ivan mit Camilo verbunden. Da auch ich diesen Dienst nutze, kann ich mich mit Camilo in Verbindung setzen. And here he is. Da ist er. Ich danke Ihnen so sehr. Ich hoffe, er ist der Richtige. Das hoffe ich auch. Danke, Ivan. Tschüss, alles Gute.
so, ich schreibe dem jetzt sofort. Noch vor Ort schreibe ich Camilo eine Nachricht und hoffe inständig, damit endlich erfolgreich zu sein. So, gesendet. Also, wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, bin ich einen großen Schritt weiter. Dann ist nämlich dieser Camilo, der mit Dominiks Vater zusammen in Deutschland gearbeitet hat. Und dann muss er jetzt nur noch auf meine Nachricht reagieren. Am nächsten Morgen. Leider wurde meine Hoffnung auf einen schnellen Erfolg nicht erfüllt. Camilo hat sich nicht bei mir gemeldet. Das verwundert mich aber auch nicht weiter. Ich habe gerade seinen Instagram-Account gecheckt und habe da gesehen, dass er das letzte Mal vor über 2 Jahren aktiv war. Jetzt gucke ich mal, ob ich da vielleicht irgendwas bei seinen Posts finde, was mir vielleicht weiterhilft. Ganz genau schaue ich mir die Fotos an, die Camilo teilweise schon vor Jahren auf Instagram hochgeladen hat. Entdecke ich dort vielleicht irgendeinen neuen Suchansatz? Es ist bisher nichts Brauchbares dabei. Hier ist die Skyline von Miami gepostet. Das war vor 2 Jahren. Danach ist nichts mehr gepostet worden. Ich muss noch mal bei den älteren Sachen gucken. Fast alle Fotos haben Landschaften, Straßen oder Gebäude zum Motiv. Nichts, was mich irgendwie auf Camilos Spur bringen könnte. Oder vielleicht doch? Aber hier ist was Interessantes. Das Beacon Hotel. Und er hat drunter geschrieben Best Employee, also bester Angestellter. Das könnte was sein. Das Beacon Hotel bleibt aber auch das einzige Motiv, das einen neuen Ansatz für meine Suche ergeben könnte. Nee, also ich habe sonst nichts mehr. Der einzige brauchbare Hinweis ist tatsächlich dieses Beacon Hotel. Da muss er mal gearbeitet haben. Ich werde jetzt erst mal rausfinden, wo das genau ist, um dann da hinzufahren und vielleicht mit ehemaligen Arbeitskollegen oder dem Chef zu sprechen. Vielleicht können die mir noch irgendwas zu Camilo sagen. Sofort mache ich mich auf den Weg zu diesem Beacon Hotel, dessen Adresse ich schnell ausfindig machen kann. Das Hotel liegt am Ocean Drive, einer touristisch mehr als gut erschlossenen Meile. Ja, das hat aber auch sehr viel Parallelen zum Ballermann hier, oder? Frag mal, der gehört gleich zum Hotel hier. Excuse me, sir. Entschuldigung, gehören Sie zu diesem Hotel? Ja. Ich suche nach jemandem, der hier arbeitet oder mal gearbeitet hat. Ein Herr Camilo de la Hoya. De la Hoya? Den kenne ich nicht. Fragen Sie mal drinnen nach. Okay, ich soll mal drinnen nachfragen. Sie kennen ihn nicht? Nein, tut mir leid. Hi, excuse me for disturbing you. Guten Tag, entschuldigen Sie die Störung. Ich suche nach jemandem. Ich suche einen Camilo de la Hoya. Und ich habe auf einem Instagram-Foto gesehen, dass er mal hier gearbeitet haben soll. Maybe worked here. Der Name kommt mir sehr bekannt vor, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier nicht mehr arbeitet. Nicht? Aber Sie erinnern sich an den Namen? Der Name sagt mir was, aber das muss schon länger her sein. Okay. Aber Sie selbst kennen ihn nicht? Nein, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Okay, who can help Wer könnte mir helfen? Lassen Sie mich das erklären. Er hat einen Freund und der hat eine Tochter in Deutschland und ich möchte eine Familienzusammenführung organisieren. Ich muss ihn unbedingt finden. So, I need to find him. Normalerweise dürfen wir keine Daten rausgeben, aber ich würde gerne mit dem Manager sprechen. Mal sehen, ob wir Ihnen weiterhelfen können. Das ist sehr lieb von Ihnen. Danke. Jetzt kann ich nur hoffen, dass der freundliche Rezeptionist seinen Chef davon überzeugen kann, dass ich nichts Böses im Schilde führe. Und? Also, wie gesagt, normalerweise geben wir keine persönlichen Daten raus. Aber ich habe meinem Manager erzählt, worum es geht. Okay. Ich werde Ihnen seine Telefonnummer geben, damit Sie ihn kontaktieren können. Das machen wir normalerweise nicht, aber wir möchten Ihnen helfen. Wirklich? Ja. Sie haben also seine Telefonnummer? Die habe ich hier notiert. Oh, perfekt. Das ist wunderbar. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Ich danke Ihnen so sehr. Sehr gern. Auf Wiedersehen. Also Camilo arbeitet hier nicht mehr, aber ich habe eine Telefonnummer von ihm. Ich versuche jetzt gleich dort anzurufen, um mich mit ihm zu verabreden. Ich kann nur hoffen, dass es der richtige Camilo ist. Guten Tag, mein Name ist Julia Leischig. Spreche ich mit Camilo de la Hoya?
Tatsächlich kann ich direkt mit Camilo reden. Ich versuche ihm zu erklären, warum ich ihn dringend sprechen muss. Doch Camilo ist sehr vorsichtig mit der Herausgabe von persönlichen Informationen. Zumindest kann ich ihn überreden, sich mit mir zu treffen. Okay, thank you so much, Camilo. Bye. Also, Camilo lebt in Little Havana und wir haben heute noch eine Verabredung. Er wird sich mit mir treffen. Und wenn er wirklich der Arbeitskollege von Alberto war, dann bin ich jetzt Dominiks Vater ein gutes Stück näher. Sofort mache ich mich auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt. Im Südwesten von Miami, im Stadtteil Coral Gables, gibt es ein großes historisches Hotel aus den 20er Jahren. So, jetzt muss ich mal gucken, wo er ist. Sieht nicht so aus, als wäre Camilo schon hier. Hier auf dem Parkplatz, das hatte Camilo selber vorgeschlagen, müsste ich ihn gleich treffen können. Hoffentlich kommt er wirklich. Da kommt ein Auto. Camilo? Ja, ich bin Camilo de la Hoya. Hallo, ich bin Julia. Hi. Hi, I'm Julia. Hallo, Julia. Hi. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Gern, schön, Sie kennenzulernen. Oh, I'm very happy you came. Ich bin so erleichtert, dass Sie hier sind. Sie kennen also Alberto Suarez? Ich kenne Alberto Suarez. Das ist großartig. Warum suchen Sie ihn? Jetzt, Auge in Auge, gelingt es mir, Camilo davon zu überzeugen, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ich erkläre ihm die ungewöhnliche Situation und Camilo fasst Vertrauen. Darf ich fragen, ob Sie damals in der DDR waren? Ja, das ist richtig. Mitte der 80er Jahre. Das stimmt. In Schönebeck? In der Nähe von Magdeburg? Ganz genau. Sehr gut. Ich habe ein Foto. Es ist sehr alt, aber erkennen Sie hier Alberto? Das ist ein sehr altes Foto. Das ist Alberto. Oh, sehr gut. Ich suche ihn schon so lange. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Er lebt in Kuba. Er lebt in Kuba? Yes. Oh, I see. Verstehe. Und sind Sie noch in Kontakt? Yes, we still talk. Ja, wir telefonieren hin und wieder. Das heißt, Sie haben seine Telefonnummer? Die habe ich. I do. Würden Sie mir seine Nummer geben? Ich habe mein Handy im Auto gelassen. Ich bin sofort wieder da. Alles klar, es ist der Richtige, aber er ist in Kuba. Aber das ist jetzt der Hinweis, ich bin mir ganz sicher. Volltreffer. Die Reise nach Miami hat sich gelohnt. Ich habe den ehemaligen Arbeitskollegen gefunden und Camilo hat noch Kontakt zu Dominiks Vater. Wir beschließen, Alberto gleich anzurufen. Okay. Sprechen Sie zuerst mit ihm? Mach ich. Hallo? Alberto? Camilo, ¿cómo estás? Hier ist Camilo. Wie geht's dir? Claro que sí, muy bien. Danke, mir geht's auch gut. Hier ist jemand, der dich sucht. Sie möchte gerne mit dir sprechen. Eine Frau. Ihr Name ist Julia. Ich gebe sie dir. Hier, es ist Alberto. Danke. Hola, Alberto. Soy Julia. Hallo, Alberto. Hier spricht Julia aus Deutschland. Was für ein Erfolg. Ich kann mit Alberto reden, denn er spricht sogar noch ein bisschen Deutsch. In aller Kürze versuche ich ihm zu erklären, was hinter diesem überraschenden Anruf steckt. Okay, muchas gracias. Adios, Alberto. Gracias. Oh, thank you so much. Sie haben ihn gefunden. Ja, ich habe ihn gefunden. Vielen Dank. Also, ich habe tatsächlich gerade mit Dominiks Vater gesprochen. Der war jetzt sehr, sehr überrascht. Das war alles ganz, ganz viel für ihn. Vor allem wusste er bisher wohl nichts von Dominik. Ich glaube, der muss sich jetzt erstmal ein bisschen beruhigen. Der war völlig aufgelöst. Und deswegen werde ich heute Abend noch mal Kontakt zu ihm aufnehmen. Aber eins kann ich schon sagen. Ich habe Dominiks Vater Alberto gefunden. Wir haben dann am Abend noch mal telefoniert. Dein Papa lebt immer noch in Kuba, in einem Vorort von Havanna. Und ich habe ihn nach Deutschland eingeladen. Okay. Der wollte sich das nicht nehmen lassen, sofort zu kommen. Und jetzt würde ich dir gern was zeigen. Ja? Ja. Guck mal. Drei
30 Jahre hat Alberto nichts von Dominiks Existenz geahnt. Jetzt, wo er weiß, dass er eine Tochter in Deutschland hat, hat er keine Sekunde gezögert und ist meiner Einladung nach Deutschland gefolgt. Am Hauptbahnhof in Magdeburg bin ich mit ihm verabredet. Was ist das Zimmer? Alberto? Hallo. Hallo. Hallo, ich bin Julia. Herzlich willkommen. Ja, danke. Wie geht's? Sehr gut. Sehr gut? Deutsch ist auch noch da. Etwas. Ein bisschen. Dankeschön. Sehr schön. Sollen wir uns vielleicht irgendwo mal kurz zusammensetzen und reden? Ja? Dann komm. Das ist dein Papa. Hast du ihn erkannt vom Foto? Fast, ja. Also man hat die Ähnlichkeit gesehen. Ja? Ja. Dein Papa hat dann auch viel erzählt. Mhm. Das gucken wir uns an, ja? Ja. Alberto, deine Tochter hat mir ja geschrieben und hat ausgedrückt, wie sehr sie dich vermisst und sich nach dir sehnt. Wie ist es für dich, das zu hören? Freust du dich? Ja, sehr glücklich. Sehr glücklich? Glücklich. Für dich war es ja eine sehr große Überraschung, als ich dir am Telefon erzählt habe, dass du eine Tochter hast. Wie denkst du jetzt darüber? Yo me siento hoy como el primer día cuando recibí la noticia. Ich bin immer noch so aufgeregt, aber auch gleichzeitig so glücklich. Wie an dem Tag, an dem du mir erzählt hast, dass Dominik mich sucht. Es ist unbeschreiblich. Kannst du mir vielleicht noch mal zusammengefasst deine Geschichte erzählen? Ich bin 1982 in die DDR gekommen. Bis 1986 habe ich dort gearbeitet und eine Ausbildung zum Mechaniker abgeschlossen. In dieser Zeit habe ich eine junge Deutsche kennengelernt. Maike. Das war Maike. Wir führten eine sehr glückliche Beziehung, bis ich schließlich 1986 zurück nach Kuba musste. Leider ist dann der Kontakt zu ihr sehr schnell abgebrochen. Ich habe dann nichts mehr über ihr Leben erfahren und sie nichts über meins. Ich habe erst durch dich erfahren, dass aus dieser Beziehung eine Tochter entstanden ist. De cuya relación había nacido una hija. Dominique. Alberto, wir haben ja am Telefon schon länger miteinander gesprochen, auch über deine Tochter. Kannst du mir deine Lebenssituation heute beschreiben? Yo vivo en San Miguel del Padrón. Ich lebe mit meiner Familie in San Miguel del Padrón, am Stadtrand von Havanna. Mit meiner Frau Alba, und meinem 28-jährigen Sohn Jordanis und meiner 20 Jahre alten Tochter Yurima. Auf Kuba erwartet Dominique eine Familie, die sie mit offenen Armen empfängt und sie genauso sehr liebt, als wenn sie ein Leben lang bei uns gewesen wäre. Hallo Dominique, ich bin Alberto Suarez, dein Papa, den du so lange gesucht hast. Dass du mich suchst, ist das schönste Geschenk in meinem Leben. Das macht mich einerseits unglaublich glücklich, andererseits macht es mich sehr traurig, dass wir so viele gemeinsame Jahre verloren haben. Ich warte sehnsüchtig auf den Moment, dich zu sehen. Für mich wird es einer der schönsten Tage meines Lebens. Bis ganz bald. Aus ganz lieben Vater, der sich so gefreut hat, dass du ihn suchst. Dein Papa wollte dich so schnell wie möglich sehen. Und deswegen habe ich deinen Papa mitgebracht. Okay. Ich wollte sofort zu dir. Nicht noch länger warten. Und jetzt bringe ich dich zu ihm. Ja? Dann komm.
Sehnsüchtig erwartet Alberto Dominik bereits. 3 Jahrzehnte lang wusste er nichts von seiner Tochter in Deutschland, wusste nicht, wie sehr sie ihn vermisste. 2 politische Systeme trennten die beiden. Heute können sich Vater und Tochter zum ersten Mal in die Arme nehmen. Dominik, jetzt ist es soweit. Dein Papa wartet ganz sehnlich auf dich. Du kannst jetzt zu ihm gehen. Es wird alles gut. Okay? Alles gut. Meine Tochter. Vielen Dank. Nichts zu danken. Ich bin ganz froh, dass ich euch zusammen sehe. Ganz froh. Ihr habt jetzt Zeit. Dein Papa bleibt einige Zeit hier. Es wird euch jemand beim Übersetzen helfen die ganze Zeit. Und alles wird gut. Alles Gute für euch beide. Nichts zu danken. Danke. Dominiks sehnlicher Wunsch, ihren kubanischen Vater endlich kennenzulernen, ist in Erfüllung gegangen. Die beiden haben sich viel zu erzählen und viel nachzuholen. Vor ihnen liegt eine wundervolle gemeinsame Zukunft.